Hallo Freunde der Heilpflanzen! Der NHV Theophrastus kürte zur Heilpflanze des Jahres 2022 die große Brennnessel. Warum sie brennt, wogegen sie heilt und wie man es macht, dass sie eben nicht mehr brennt, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Floll! Ein guter Freund, nennen wir ihn Dustin L., hat letzten Sonntag zu mir gemeint, das wäre längst überfällig gewesen, dass die Brennnessel Heilpflanze des Jahres wird, denn sie ist unfassbar vielseitig verwendbar, sie hat super tolle Eigenschaften und er ist einfach froh, dass es soweit ist. Im Prinzip gibt es bei uns zwei Arten an Brennnesseln, einmal die kleine Brennnessel, Urtica urens genannt, sehr selten, muss ich sagen, habe ich persönlich noch nie gesehen und wird nur so bis zu 60 cm hoch. Aber um die geht es gar nicht, es geht um die große Brennnessel hier und zwar heißt die botanisch Urtica diurica und wird so zwischen 1 Meter und eben 3 Meter hoch und ist schon sehr eindrucksvoll. Ist halt so eine ganz typische Brennnessel, habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Im Prinzip eine Staude, die auf feuchten, nährstoffreichen Untergründen wächst, so in der Natur draußen, ist so ein Stickstoffzeiger, wenn da irgendwo zu viel Dünger ist, zu viel Stickstoff ist, da siedeln sich gerne Brennnesseln an und machen ein ganz starkes Rhizom, sodass die Pflanze auch relativ große Horste bildet. Das typische Brennen der Brennnesseln kommt durch Kieselsäure verstärkte Brennhaare, die ihr jetzt hier in der Vergrößerung sehen könnt. Und wenn man die berührt, brechen die ab und die bohren sich dann in eure Haut. Und dabei werden Stoffe wie Ameisensäure, Serotonin, Histamin, Acetylcholin und Natriumformiat abgegeben, was zu Quaddelbildung führt. Also Quaddelbildung ist halt dann eben dieser ganz typische Ausschlag, den man durch Brennnesseln bekommt. Um das Brennen zu verhindern auf eurer Haut, kann man es ganz einfach machen. Ihr nehmt eure Triebe, eure Stängel an Brennnesseln und legt es zwischen zwei Küchentücher oder zwei Geschirrtücher und walkt dann richtig mit Nudelholz oder einer Flasche drüber. Und der Effekt ist einfach, dabei zerstört ihr einfach die Brennhaare. Ich habe ja im Studium so einen Kurs essbare Wildpflanzen belegt und da haben wir gelernt, das einfach in der Hand so zu zerschlagen, ganz locker. Funktioniert auch, selbe Methode, man zerschlägt die Brennhaare und dann ist da halt keine Gefahr mehr. Ja, an die Haut, an euren Händen, durch die Hornhaut ist meistens dicker und dadurch könnt ihr auch so direkt an den Fingern gar nicht so viele Quaddeln bilden. Witzigerweise sind auch die Samen bzw. die Früchte der Brennnesseln auch mit ein paar Brennhaaren besetzt. Wenn ihr also so im September bis November eben diese Früchte erntet und dann esst, dann kann es schon auch sein, dass es bei euch im Mund so ein bisschen bitzelt. Das ist aber nicht gefährlich. Insgesamt muss man sagen, dass diese Quaddeln einfach eine mechanische Reaktion ist auf der Haut und nicht wirklich gefährlich ist. Die große Brennnessel ist eine hervorragende, wirklich, wirklich hervorragende Heilpflanze. Denn sie ist reich an Vitamin A, Vitamin C, Calcium, Magnesium und Chlorophyll. Und es ist nicht umsonst so, dass sie seit Jahrtausenden als Heilpflanze und als Nutzpflanze kultiviert wurde und gesammelt wurde und verwendet wurde. Eben vor 500 Jahren hat Paracelsus schon festgestellt, dass wenn man sie einnimmt, es halt schon bei rheumatischen Beschwerden, bei Gliederschmerzen, bei Gliederbeschwerden eben schon Linderung hat. Diese Wirkungsweisen gegen rheumatische Erkrankungen sind mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Sie hilft darüber hinaus noch gegen Verdauungsbeschwerden, ist kreislaufanregend, ist harntreibend, aktiviert die Nierenfunktion, regt den Stoffwechsel an und hilft auch bei Nierenbeschwerden, also so Nierenkrise sagt man da.
Ist also eine fantastische Pflanze, fantastische Heilpflanze, kann man nur empfehlen. Man kann sie in verschiedensten Weisen zu sich nehmen, als frisches Kraut, so als Spinatgemüse, als Rohkost in Salate rein, in die Suppe rein. Man kann einen Smoothie draus machen, man kann einen Saft draus machen, wenn man es entsaftet. Oder ganz klassisch als Brennnesseltee. Auch ein Pesto soll relativ lecker sein. Mittlerweile werden eben diese Wildkräuter auch großflächig auch angebaut. Ihr dürft euch das bei Brennnesseln-Tee-Produktion nicht vorstellen, dass da Leute durch den Wald laufen und da noch was absammeln. Da werden tatsächlich Flächen angebaut mit Brennnesseln und die werden dann halt abgeerntet, geschnitten regelmäßig und dann halt geschreddert und dann am Ende hat man halt so einen Tee, so ein sehr, sehr dunkelgrüner, schöner Tee, hat ja viel Chlorophyll, was auch positiv ist für uns als Menschen. Und ich probiere, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Brennnesseltee getrunken habe. So leicht süßlich, so ein bisschen nach Heu, aber so würzig auch. Ist insgesamt ein sehr leckerer Tee. Ist ein Kräutertee, der nicht so kräftig ist, schon leicht würzig, süßlich aber, auch wenn man so das Blatt, ich habe das vorhin mal einfach so zerkaut, da passiert nichts wegen dem Brennhaaren, die sind mit Sicherheit behandelt worden. Das ist auch so richtig süßlich. Ich finde den Tee auch süßlich, so deutlich nach Heu und nach Gras und nach Grün einfach nach Chlorophyll und es ist ein sehr, sehr bekömmlicher, sehr gesunder Tee. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Harnbeschwerden, Prostata-Beschwerden, dann gönnt euch einen Brennnesseltee. Jujuju! Und das war mein Video zur Brennnessel-Heilpflanze des Jahres 2022. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Um was geht es nächste Woche? Die Arzneipflanze des Jahres. Weil es ja so ein bisschen passt. Erst zur Heilpflanze, Arzneipflanze und dann Giftpflanze. Seid gespannt. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Haut rein. Tschüssi.